Schaltet ein und findet raus, ob ich Gentoo installieren kann. Das in den nächsten Mikroepisoden von GNU Funst. Das letzte Mal haben wir das System neu kompiliert, weil wir GCC 4.7 installiert haben. Das haben wir mit Portage gemacht. Und Portage ist das Paketmanagement von Gentoo, wie wir schon mitbekommen haben. Und Emerge sozusagen das Kommandozeilen-Frontend. Mit Emerge Info können wir uns also anzeigen lassen, was wir gerade für eine Version von Portage haben. Wir haben Portage 2.1. Da sehen wir zum Beispiel hier auch nochmal ganz kurz die UseFlex, die wir über das Profil indirekt mit implizit ausgewählt haben. Und nun wollen wir uns auch aber eine neuere Version von Portage besorgen, Portage 2.2. Das geht in dieser Keywords-Datei. Und in dieser Keywords-Datei kann ich mir jetzt Slots von Versionen, andere Versionen oder eben nach bestimmten Regeln bestimmte Versionen, die nicht in Gentoo stable sind, freischalten, die aber in Gentoo unstable sind, die standardmäßig in dem Repo von Gentoo mit vorhanden ist, wenn man Gentoo gerade frisch installiert. Das haben wir jetzt gerade gemacht, freigeschaltet und Portage 2.2 lässt sich installieren. Portage 2.2 hat ein tolles Feature. Es weist darauf hin, dass bestimmte Bibliotheken oder Programme, die bestimmte Bibliotheken nutzen, die gerade neu kompiliert wurden oder installiert wurden, ebenfalls neu kompiliert werden müssen. Das kann man jetzt viel leichter machen. Vorher musste man ein anderes Tool noch zusätzlich installieren. Hier sehen wir gerade, wie wir mit dem mitgelieferten ETC-Update bestimmte Konflikte bei Konfigurationen beheben können. Ich hatte einen Konflikt in der LocalGen, möchte meine alte behalten, mache ich so eben. Jetzt werden wir noch schnell unsere Zeitzone einstellen, bevor wir dann letztendlich den Kernel konfigurieren. Um den Kernel zu konfigurieren, muss man die Gentoo Sources runterladen. Das geht natürlich auch wieder mit Emerge. Gentoo Sources installiert also nicht den Kernel, sondern lädt nur die Kernelquellen runter. Stabil ist gerade die Version 3.7.10. Da haben wir auch nichts freigeschalten in der Keywords-Datei und deswegen bleiben wir auch dabei. Wir wollen den stabilen Kernel haben, stabiles System. Nun können wir nochmal gucken, ob der Symlink richtig gesetzt wurde. Ja, das stimmt. Wechseln das Verzeichnis hinein und rufen Make Menu Config aus. Auf. Was wir nicht machen, oder was ich jetzt nicht mache, ist erklären, was ich im Einzelnen hier eingestellt habe. Ich habe im Wesentlichen versucht, Gerätetreiber nicht mit in den Kernel zu backen, die ich nicht habe, oder bestimmte Sachen, die ich nur manchmal benutze, in Module auszulagern, damit der Kernel immer klein bleibt. Installieren geht dann mit make module install. Das heißt, die Module werden gleich mit installiert. Ja, das dauert ein bisschen. Das ist natürlich hier wieder beschleunigt. Man sieht hier beim Rüberscrollen auch, was ich so alles mehr oder weniger ausgewählt habe. Es gibt natürlich ein paar Empfehlungen, die kann man nachlesen in dem Handbuch von Gentoo. Soundkarte ist auch immer gut zu wissen, welche man hat, damit das auch gleich funktioniert. Nun überprüfe ich noch, ob die Module tatsächlich da sind. Ja, und tatsächlich sind auch an der richtigen Stelle. Und damit wir dann später auch booten können, passen wir unser FSTUB ein. Wir hatten unser Boot auf SDR 1. Auf SDR 3 hatten wir unseren Root. SDR 2 hatten wir die Spot-Partition. Und wir müssen noch hinzufügen unser Home-Verzeichnis. Hatten wir auf SDR 5. Und ebenfalls in EXT 4.
Es wurde mal gefragt wegen X2-Bootverzeichnis. Richtig, X2 ist veraltet und die Nachteile von X3 Journaling gibt es nicht mehr. Man hätte ja auch X4 wählen können und auch ein bisschen größer machen als 32 MB, wenn man nie vorhat, alte Kernels zu löschen. Der Hostname ist obligatorisch, kann man auch so lassen. Dann setzen wir den symbolischen Link für unser Netzwerk. Setzen die auch in unseren Default Run-Level. Mit RC Update auch ein Tool von Gentoo, was die Sache einfach macht. Was sie nicht anpassen, ist die Host-Datei. Das ist auch optional. Aber ein Root-Passwort werden wir definitiv brauchen, wenn wir die Gentoo-Installation nachher auch starten wollen. Weil im Moment befinden wir uns ja immer noch in unserem CR-Root. Ja, das Passwort eingeben kann er mal ab und zu mal ein bisschen fehlschlagen. Dann stellen wir auch noch sicher, dass wir auch unser Keymap in der Konsole haben, unsere richtige, für unsere deutsche Tastatur. Und in den Locales stellen wir die Lokalisierung für Anwendungen ein. Das heißt, das hat nichts mit der Tastatur zu tun. Nun brauchen wir natürlich, damit wir es gleich nutzen können, ein Env-Update und laden unser Profil gleich nochmal neu. Und zusätzlich noch ein paar Dienste, die auf einem Linux-System gar nicht so schlecht sind. Syslog zum Beispiel installieren wir und mit RC-Update fügen wir ihn ebenfalls dem Default-Run-Level hinzu. Chrome, ein sehr geschätztes Tool unter Unix-Systemen, werden wir natürlich auch installieren. Viele Anwendungen brauchen diesen sowieso. Auch dieser kommt in den Default-Run-Level. Und DHCP, ein DHCP-Client-Daemon, werden wir noch mit installieren, den wir dann auch ebenfalls hinzufügen. Nun wären wir soweit, das Gentoo-System zu booten. Ich habe bei mir natürlich eine parallele Installation mit Arch Linux und deswegen den Kernel auch nicht in meinen Boot gepackt, sondern in mein Arch Root, also in dem entsprechenden Verzeichnis und dem SysLinux hinzugefügt. Und sieht man hier, wie sich das bootet. Kann sich einloggen, Passwort funktioniert, Keymap war richtig. Ja, und nun werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, mich weiter mit Gentoo vertraut zu machen und sehe ich dann in einigen Wochen.